Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzheimer in der Holzzeit-Challenge zusammen mit dem Mike. Hallo. Hallo. So, ja, Boxe hat immer noch Urlaub. Wer hätte es gedacht? Und ihr seht es, wir haben gerade mal einfach die Gerätschaften getauscht. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen mit dem Mähdrescher fahren. Mike wird hier gleich ein bisschen sammeln. Einfach damit es mal wieder was anderes zu sehen gibt als die ganze Woche, ein bisschen schnell gewesen, die ganze Woche hier nur mit dem Ladewagen. So. Aber der kämpft hier sich schon gut hoch, ne? Also wir haben ja eigentlich, es ist ja, ihr seht es, nicht wirklich steil. Aber für den kleinen Nova reicht das schon, um so ein bisschen hier langsamer zu werden. Aber, wie heißt es so schön, in der Ruhe liegt die Kraft? Wenn ich dir helfen soll, sag Bescheid. Nö, alles gut. Ich melde mich sonst. Ah, wieder ein bisschen schnell. So. Fast schon. Geht jetzt wieder bergab. Da hole ich wieder die verlorenen Sekunden auf. Oh, ein bisschen schnell gewesen. Mal rückwärts. So. Dann einmal hier schnell rumgezirkelt. So. Perfekt. Funktioniert. Wird schneller. Perfekt, perfekt, perfekt. Wenn es läuft, dann läuft, sagt man ja so schön, ne? Genau. So. Bleiben wir nochmal kurz stehen hier. Ah, ich hab auch schon wieder keine Schwader, ist sie gerade erschienen. So. Also den oberen Teil schaffe ich hier auf jeden Fall auch noch, Mike, bevor ich abtanken muss. Alles klar, wie viel Prozent hast du? 74 gerade, 75, aber das ist alles gut. Ich fahre gleich ich sehe dich. Zum Schlepper und dann passt das. Der obere Teil hier sieht ganz gut aus. Sammel du einfach fleißig weiter. Ich stelle mir sonst schnell selber hier hin. Ja, bis nach unten schaffe ich es tatsächlich doch nicht. Korntank ist doch echt klein beim Nova. Vergesse ich echt immer, dass der nur 4.500 Liter fasst. Mist. Na, ja, kurz ab. Ich habe da ein kleines Häufchen gemacht. Tut mir leid. Kein Problem. Solltest du mit dem Unimog aber rüberkommen. So. Kacke! Keine. Oh. Wo? Da. Siehste, ich hab's Anfang der Woche hab ich's noch gesagt. Wir müssen uns unbedingt um die Schafpaletten kümmern und jetzt ist schon wieder soweit. Holen wir schnell weg hier. Sind ja allzeit bereit. Hä, aber wir stehen nur. Ach, die eine ist in den Trigger weiter nach hinten gerutscht. Schade. Ja, echt doof. Komm schon. Nicht voll, oder? Wie bitte? Doch nicht komplett voll, oder? Naja, es stehen drei Paletten da, aber die eine ist ein bisschen zu weit nach hinten gerutscht. Deswegen kann keine neue mehr erstellt werden. Ach so. Das ist doof. Ich stelle die jetzt mal hier vor die Tür, damit es auf jeden Fall weit genug vom Trigger weg ist. So, und aus Sicherheitsgründen nehmen wir direkt noch die nächste mit. Brauchen auch mal, demnächst müssen wir mal unsere Schafe sauber machen. Wir haben auch schon wieder ganz viel daneben gesaut. Geht das? Nee.
Speed and Power könnte man jetzt sagen, aber passt nicht. Die Wand kriegen wir nicht durchbrochen. Och Mann, die wertvollen Sekunden, die man jetzt hier wieder verbraucht, ne? Dafür bin ich ja gerade fleißig. Aufsammeln. Ja, wir haben halt immer nur begrenzte Zeit, ne? Naja. Zu zweit ist das gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Schon echt hier ordentlich zu tun gerade. So, kurz mal den Ball hier ein bisschen zur Seite drapiert. So, okay. Und dann einmal hier am Lenkrad gerissen und zurück. Wir müssen auch den Nova abtanken. Oder können wir dann direkt? So. Also Schaftpaletten habe ich zwei schnell rausgeschmissen aus dem Trigger, Mike. Und ja, ich tanke jetzt schnell den Nova ab. Alles klar. Ich lasse den Fendt hier mal ein bisschen im Weg stehen, aber ich würde gerne einfach schnell gleich mit dem Nova weitermachen. Okay. Ich habe ihn jetzt laufen lassen, also wenn du gleich hier angekommen bist, kannst du ihn einfach schnell zur Seite düsen. Ja, kein Problem. Ich muss hier eh erstmal abladen. Lohnt sich jetzt nicht noch das kleine Stück nach vorne. Ich habe 94%. Ja, mach voll die Karre, mach einfach voll. Okay. Du bist mit dem Unimog so schnell, dass das lohnt sich, die Prozent noch zu machen. Es geht bergab, ne? Und trotzdem hängt es gerade ein bisschen, aber ne, wir kriegen Geschwindigkeit, sehr gut. Okay. Passt, Wackel unter Luft. Mal gucken, ob ich jetzt über die Ecke hier komme. Oder ob ich mich gleich nochmal selber anschiebe. Ah, sieht gut aus. Aha! Zu früh gefreut. Voll. Ja. Ich kämpfe mich hier gerade das Stückchen hoch. Alles gut. Ja, spring mal in den Fendt und schieb mich an, bitte. Oder komm mit dem Unimog. Aber ich komme. Ja, ach, bitte? Ich wollte springen, aber ich kann nicht springen. Natürlich kannst du springen. Aus irgendwelchen Gründen wohl er nicht. Egal, ich komme mit dem Unimog. Ja, ich glaube, ich habe es gerade gelöst. Einfach mal Anlauf genommen. Ja, gut. Ja, aber kannst ja hier eh dann durchschießen zum Fermenter. Merkt ihr bitte nur, wie oft du gefahren bist? Ja. Müssen wir dann gleich noch auf die Summe drauf schmeißen. So. Ja, jetzt läuft's wieder. Sehr gut. Passt. Okay. Mike, wie oft warst du jetzt schon beim Fermenter? Das ist jetzt dein zweites Mal? Ich war jetzt das zweite Mal. Okay, 40.000 ist da drauf. Passt. So, ich habe schon wieder 42%. Alter, Ackergras kommt echt gut runter.
Sehr geil. Ja. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob vielleicht der Preis schon gestiegen ist oder ob wir uns da noch gedulden. Mal gucken. Kriegen wir schon raus. So. Gib ab hier hinten ins Zeug. Ich muss drehen. So. Yep, jetzt. Ist immer schwierig, wenn man die Schwart noch in der Synchro hat. Aber alles funktioniert. So, dann rückwärts das letzte Stückchen hier. Und dann haben wir oben tatsächlich fertig, Mike. Liegt noch ein bisschen was zum Einsammeln. Alles klar. So. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier einfach wieder runter. Einfach zack. Das war blöd, weil dann stehe ich gleich in der Frucht, aber ich glaube, bis nach unten schaffe ich es noch. Dann kann ich mit dem Fan gleich abtanken oder Mike kann gleich abtanken kommen. Wie sieht's aus? Ich komme zurück. Sehr geil. Ja, läuft so langsam, würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Ich guck mal, wie der Preis fürs Ackergras kurz ist. Ja, er ist schon wieder ein bisschen gestiegen, glaube ich. Knapp bei 1900. Er steigt aber weiter, von daher warten wir tatsächlich nochmal. Wir können ja nur gewinnen. Ist gar nicht schlecht. Wir haben dann echt gut was zusammengekriegt, schon wenn der Ackerpreis stimmt. Ja. 25.000 Liter haben wir im Silo plus das, was wir gerade runterrupfen, ist schon nicht schlecht. Kann man so machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch da nichts stehen lassen. Nee, war noch da, okay. Schon leicht. Wie sieht's aus? Muss ich dich abtanken? Wenn du ja möchtest, ja, ich habe jetzt 80%, also ich bin gleich voll. Alles klar. Mike ist noch von der alten Schule. Der springt nicht, der läuft. Das kurze Stück. Alles gut. Mach schon mal das Rohr raus. Tag. Ja. Ich war jetzt voll. Bleib stehen. Kannst weitermachen. Dankeschön. Bitte. Wie viel war im Anhänger schon drin? 11.900 Liter, okay. Ja, nicht, dass der auch gleich voll ist. Das wäre ja echt so doof. Ja. Oh, passt noch. Sehr gut. So. Passt man einmal nicht auf, ist der Ladewagen nicht an. Man kennt es. Ich gehe mal kurz zu Werner und Marschierer hoch. Mach das. Falsche Taste gedrückt. Jetzt. Guten Tag, die Herren. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte mal horchen, wie das allgemeine Wohlbefinden ist. Scheiße. Moment, das kann man so nicht sagen. Ich finde kein anderes schönes Wort dafür. Okay, warum? Was ist denn los? Wir wurden beschissen. Warum? Weil uns gesagt wurde, ich habe am Anfang gefragt, was ändert man als Plus? Da wurde uns oder mir gesagt, eigentlich nichts. Ja, war ich dabei, ja.
Ja, und jetzt bekommen wir für den Silageball um einiges weniger, als wie wir vorher bekommen hatten. Weil? Weil jetzt als Gras-Silage abgerechnet wird und nicht mehr als normale Silage. Das ist mir tatsächlich vorhin gar nicht aufgefallen, aber das könnte tatsächlich auch bei uns ja der Fall gewesen da sein. Da fehlt weil Geld. Ja, Moment, da muss wenig. Was ist denn Gras-Silage? Ganz 160 oder sowas. Ganz hinten Gras-Silage. Ja, super, wir haben es beim Viehhändler verkauft für, ich weiß nicht, ja, okay. Wir auch. Und das sind 100 Euro pro 1000 Kilo, das sind 400 Euro pro Ballen. Ja, yeah, auch für uns ja 400 Euro pro 1000 Liter dann quasi. So, das ist ja genau das. Ja, okay. Und da das bin ich ein bisschen, ja. Das trifft Scheiße doch ganz gut. Ja, kann ich verstehen. Betrifft uns tatsächlich auch. Jetzt ist die Frage, sind die Preise der BGA immer noch aktuell, dass wir durchgehend 500 bekommen? Ja. Okay, ja, dann für die Zukunft, ja, jetzt echt ärgerlich, weil wir haben da auch einen Haufen Zeug verkauft, die 60.000 Liter. Ja, eben. Haben wir wieder was gelernt. Hat sich schon gelohnt, der Besuch? Der lohnt sich doch immer. Ja, vielleicht kann ich auch die Stimmung heben, weil deswegen komme ich eigentlich. Ich bin so in den letzten Bahnen unseres Feldes. Braucht ihr den Mähdrescher noch? Oder habt ihr schon das Schneidwerk plus den New Holland vom anderen Team bekommen? Also wir haben tatsächlich den Drescher. Ja. Aber das Schneidwerk dazu nicht, weil das Schneidwerk hat nämlich Paul. Und Paul ist noch am Arbeiten. Hallo. Hallo. Guten Tag. Also ich habe jetzt mal freundschaftlich gefragt. Ich habe gefragt für einen Freund, ne? Ja, okay. Also wir sollen aufhören, Mimimi zu machen. Das alles? Das von dieser Mimose da. Also es ist wirklich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also natürlich müssen wir jetzt ausprobieren, ob der da oben die Ballen frisst. Ja. Falls er sie aufnimmt, aufschreiben, wie viele Ballen wir halt reingeschmissen haben, weil jeder Ballen hat ja 4000 oder 4 Kubikmeter. Ja. Aufschreiben und später kommunizieren, dann wird das ganz normal dann halt gut geschrieben. Okay. Ja. Gut, es gibt ja hier nur pinke und schwarze Ballen. Ja genau, wir haben die pinken, wir haben sie bewusst pink gewählt. Ja, wir haben sie wieder schwarz gemacht, damit wir das unterscheiden können. Nö, es passt doch perfekt. Gut, ja. So. Die Folge ist eigentlich schon zu Ende, ne? Ich weiß. Ja, wollte ich bloß mal sagen. Wollen wir zusammen abmoderieren? Ja, willst du heute machen, ich habe halt keinen Bock. Ne, ich habe auch keine Lust. Ich lass Simon machen. Simon kann das mittlerweile gut. Simon, mach mal. Das? Ehrlich? Simon sagt mal. Nein, ich bin gespannt. Los, Simon. Ich kann nur Hallo und Tschüss sagen. Ja, Tschüss ist ein bisschen wenig. Also gut. Ihr Lieben, da war's das mit der Folge heutzutage für heute. Das Chaos ist perfekt. Keiner kennt sich mehr aus. Wir mimimine rum. Ja, und ihr könnt auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Schaut doch gerne mal die Kollegen vorbei auf den ihren Kanälen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn jetzt hier die BGA?